Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 3. Wir haben ja die Sachen für unsere Siedlung besorgt. Und ich drücke wieder auf den falschen Knopf, weil ich mir das nicht merken kann. So, dann schauen wir mal. Wir hatten ein Auftragsattentat. Wir haben einen Templer vor. Haben wir noch einen Templer fort? Dann haben wir hier das Grenzland. So, ich bin nämlich eigentlich fast fest der Überzeugung, wir sollten erstmal mal zurückgehen ins Grenzland und unsere Stories und Quests hier soweit abgeben. Und schauen, ob sich daraus eventuell was Neues entwickelt hat. Das heißt, wir fangen jetzt ein paar Mal an mit Ladescreen, weil ich keine Lust habe, das konstant durchzulaufen. Naja, vielleicht tue ich es ja doch. Ich weiß es nicht, das dauert halt immer so lange. Liegt irgendwas Interessantes auf dem Weg, außer ein paar Federn vielleicht? Eine Abenteurermission am Meer. Na komm. Pferd, ich mag dich, aber ich glaube, querfeldein bin ich fast schneller zu Fuß unterwegs. Das ist so. Naja. Genau. Da sind die Trommler wieder. Genau, das ist der Grund, warum ich nicht mit dem Pferd reite. Blöden Pennerkoppel. Die stören dann doch erheblich. Ich kann nicht, was ich zu denen sagen soll, da kommt schon die nächsten auf. Weil die mich sehen. Wenn ich hier mit dem Pferd lang reite, dann sehen sie mich ziemlich sicher. Und dann schießen sie wieder und dann, ja. Muss ich sie wieder platt machen. Es ist halt doch immer wieder gerne anstrengend. Auf der anderen Seite, diese 500 Meter zu laufen, ist jetzt auch nicht ohne. Da rutscht schon gleich der Controller aus dann. Ja, Grenzland ist toll. Also eigentlich ist es das ja wirklich. Das Problem ist halt nur, dass die Wege zwischen den Missionen, hier durch das Grenzland durchzulaufen, einfach enorm sind. Nichts Spannendes passiert, es sei denn, man prügelt sich eben mit diesen ganzen Ohrdrücken die ganze Zeit über. Und eigentlich probiert man das, ehrlich gesagt, eher zu vermeiden. Also ich probiere es eher zu vermeiden, weil sonst dauert es noch länger. Mal ein bisschen durch die Bäume durch. Na gut. Ob es was gebracht hat, man weiß es nicht. Aber es hat auf jeden Fall cool ausgeschaut. Yay. Wieder nicht hoch, oder? Okay, ich komme da hoch. Das wäre jetzt doch der Hammer gewesen, wenn ich jetzt mit da außen rumlaufen müssen. Dieses blöde Baumköpfchen. Ein Geist im Wind. Ich hörte es, mein Leib hört es. Es ist wahr, keine Einbildung. Geist.
Geist, Geist! Also, die Leuchtturm ist ja. So. Hinweise nach einem Geist im Leuchtturm suchen. Da sind Hinweise. Ich täte es! Jawohl! Unsinn! Besonders angriffslustige Katze. Wir haben alles versucht, aber nichts davon hat geholfen. Zeig mir das Geld und ich schlafe in dem verwunschenen Leuchtturm. Aber nur für eine Nacht. Spuren gehen doch da zu der Klippe rüber. Suchst du etwa Streit, mein Freund? Ja, suche ich immer. Bist du der Geist im Leuchtturm? Nicht wirklich, oder? So, jetzt bin ich hier runtergerobst. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Gar nicht, so wie es ausschaut. Das ist aber blöd. Wer parkt hier unten den Karren, dass man da runterhopsen kann? Mit Spuren, die da runter gehen. Wenn man dann nachher hier an der Stelle nicht mehr hoch. Der Karren ist hier völlig sinnlos. Geist in der Nähe des Leuchtturms finden. Ja, muss ich jetzt da auf Nacht warten oder was? Ja, hier sind keine Hinweise. Ja, gut, da oben sind Hinweise, okay. Aha, Geist. Doch, der ist nicht so ganz richtig. Echt jetzt, den hat doch irgendwer hier hingestellt, aber warum? So, hier wird festgestellt, dass es keinen Geist auf dem Leuchtturm gibt. Wie ich das letzte Mal hier hochgeklettert bin, gab es den auch noch nicht. Dann betrachten wir dieses Rätsel eben auch als gelöst, wenn es schon
ein bisschen seltsam war. Meter ist wieder ein Abenteurer-Camp. Ich wollte eigentlich nur bei mir und danach haben wir auch noch, glaube ich, in Boston oder so. Ich hätte mir das durch die Wildnis laufen eigentlich sparen sollen. Ja, gut, okay. Waren jetzt aber auch nur 10 Minuten, von dem her ist das alles gesehen. Okay. Doch ich hörte Geschichten von hier bis Kentucky. Ein deutscher Söldner, Hessen nennt man sie hier, kämpfte in der Schlacht, als eine Kanonenkugel ihm den Kopf abschlug. Sein ganzes Bataillon starb und die Schlacht ging verloren. Doch dieser eine starb nicht. Seitdem wandelt er rastlos zu Pferde über das Schlachtfeld und sucht seinen Kopf, jagt Unschuldige, wenn er sie sieht, um sich ihre Köpfe aufzusetzen. Nun trägt er einen Kürbis als Haupt, bis er findet, wonach er sucht. Wie gesagt, ich sah ihn nicht selbst, doch ich sah die Leichen, die er hinterlässt, kopflos und grotesk. Gott erbarme sich ihrer. Tja, klingt nach dem Mythos von Halloween. So, und wo wäre das dann anzutreffen? Eventuell eine Sache für den Rückweg. Ein befreites Fort. Das ist die dumme Miezekatze, die ich nicht jagen will. So, dann können wir jetzt zur Siedlung zurückgehen. Das machen wir jetzt mit Schnellreise. Tja, und ab nach uns ins die Devonport-Siedlung. Es sind schon schöne Geschichten, was sie da alles erzählen, aber gesagt, die Reisen sind so. Und wahnsinnig viele Reise, Quick, schnell, Schnellreiseoptionen hat man ja dann auch noch nicht. Ja, genau. Das ist es nämlich. Hier warten weitere Siedlungsquests auf uns. Madame Schneiderin, ich habe Seide für euch. Ich habe die Ballen. Wunderbar. Ich hoffe, es war nicht zu viel Mühe. Dein Ehemann war da und sprach schlecht von dir. Er lief weg, als er mich sah. Oh je. Das sieht diesem verkommenen Mistkerl von Mann wieder ähnlich. Wenigstens konntest du mir das Einzige, was mir etwas bedeutet, besorgen. Vielen Dank, Connor. Ja gut, einen solchen Ehemann sollte man ja auch nicht zurückgeben wollen. Und wir können hochwertige Ware herstellen. Also wie es mit dem Konvoi funktionieren soll. Keine Ahnung. So, haben wir dann auch noch mehr? Hier nicht, weil wir müssten da jetzt erstmal nach Boston. Connor! Grüß dich. Ich habe das Werkzeug, das du brauchst. Ah, ja, goldrichtig. Ich gekauft. Ich gehe gleich ans Werk. Norris lungert ständig hier rum und fragt nach seinem Messer. Du solltest wissen, dass ich ein paar Rotröcke belauscht habe. Sie suchen nach dir. Das kann ich mir vorstellen. Früher oder später muss ich mich ihnen stellen. Boah, komm ich mit. Ich habe auch mit Norris zusammen das Eisen geklaut. Ja, wunderbar. Kann auch Dave was Fertiges herstellen? Haben wir hier noch mehr oder? Ja, Tatsache.
Das ist zwar auf der anderen Seite der Siedlung, aber durch die eigene Siedlung läuft man immer wieder gerne. Und theoretisch könnte ich hier ja auch ein Pferdchen rufen, aber das ist doch ja, unsere Jägerin. Wie heißt sie? Maria? Ich glaube. Die ist doch da ganz hinten und hat da hinten ihr Lager. Hier habe ich irgendwo einen Graf geklatscht und das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, dass da plötzlich so ein Strich abläuft. Ich habe das Gefühl, hier läuft es irgendwie schneller. Die Hälfte des Weges habe ich schon. Naja, wahrscheinlich Einbildung. Es ist Jack, Jack Norris. Was machst du hier draußen? Ich will Miriam ihr Messer geben. Miriam? Willst du mich begleiten? Natürlich. Und was hält dich zurück? Ich bin nervös. Das Messer, das du ihr gemacht hast, gefällt dir bestimmt. Was mache ich? Ich schenke einer Frau ein Messer. Das ist doch dumm. Sie wird es zu schätzen wissen. Und es auch benutzen. Jetzt habe ich es gemacht. Dann kann ich es ihr auch geben. Richtig. Bricht sie zumindest nichts mehr ab. So, und soll ich jetzt vorgehen oder gehst du jetzt eskortieren? Okay. Vor den gefährlichen Frauen. Um sich den armen Mann beschützen. Hallo Miriam. Hallo Norris, hallo Connor. Ich würde gern mit euch quatschen, doch ich habe Ellen einen Ballen Pelle versprochen. Und ich habe noch jede Menge zu tun. Ich muss sofort in die Wälder aufbrechen. Zwei Jäger sind besser als einer. Ich kann helfen, wenn du magst. Würdest du? Ich wäre sehr dankbar. Ich habe hier was für dich. Vielleicht hilft es dir. Ich muss jetzt aber wirklich dringend los. Ich werde mich bedanken, wenn ich zurückkomme. Also bis dann. Triff mich an meinem nördlichsten Hochsitz, wenn du dein erstes Fell hast. Wenn ich mein erstes Fell habe. Ja, so ein Spatzer auf die Wange war doch schon ganz gut. Ach, du Naja, da kommen die Fälle ja von alleine an. Aua. Wirklich flink hier. Naja. Haben wir auch geschafft. Tut mir leid, Hunde, aber ihr habt mich auch ein bisschen. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, nördlichster Hochsitz. Gehen wir hin und da geht's uns auch schon wieder gut. Watabi-Pelze wollte sie nicht haben, das heißt, ich kann das Bambi in Ruhe lassen.
bist doch da rumgekommen, genau. Ja, bin ich. Oha. Connor, ich brauche Hilfe. Connor, bist du da? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Ich brauch Hilfe! Der Kopf hüpft. Connor hüpft. Die Zeit für Erfahrung ist vorbei. Hütet mich nicht. Doch, tu ich! Ich komme nie wieder! Das ist mir egal. Du hast hier. Tut dir leid, genau, Arschkeks. Das sehe ich auch so, dass du nicht zurückkommst. Nee, die Sorge dafür. Es war nicht richtig wieder jetzt. Ich sehe es ein. Lass mich gehen und ich komme nicht mehr. Tja. Ohne dieses Messer hätte der verdammte Speicherlecker mich abgemurkst. Ein Geschenk zur rechten Zeit, wie es scheint. In der Tat. Ich muss mich bei Norris dafür bedanken. Ja, tu das. Was war das denn für eine? Baden gegangen. Ist baden gegangen? Der Idiot, na gut, so weit ist ja in Norwegen nicht gefallen. Upsi. So, Miriam, ja, das war das. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch die Mission in Boston. Dann werden wir uns dahin auf den Weg machen, dann kriegen wir unsere Siedlungsmission vielleicht in dieser ganzen, alle zusammen in dieser einen Folge unter. Ins Grenzland und von Grenzland, also ich reise schnell. Diesmal wirklich versprochen. So, Boston. Hafenmeister. Da geht's nach New York, da will ich nicht hin. Abenteurer? Hafenmeister. Und dann reisen wir eben zum Hafenmeister. Ich dachte, ich käme hier auch irgendwo wieder nach Boston raus. New York, Boston. Okay, ich komme über den Hafen nach Boston. Und da haben wir dann auch eine Strecke, die wir irgendwann mal noch abfahren müssen. Aber ganz bestimmt nicht heute. So, dann wären wir wieder im friedlichen Boston. Was haben wir hier? Schläger von Boston. Okay. Vielleicht im Anschluss. So. Ja. Das ist die Kiste. Nee, lauf. Nicht immer hocken bleiben, nur weil ich der Meinung bin, dass ich den Controller nicht in die richtige Haltung halten muss. Wobei sich das mit natürlich so wirklich erschließt. Nee.
befreite Bezirke, das in Boston aber das erledigten USA steht in den USA. Was willst du? Warum? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ochsen mit mehr her. Schick sie in die Hölle. Kommt und bestaunt die neueste Entwicklung. Wie dumm. Warum haben die mich jetzt angegriffen? Schön, dich zu sehen. Das ist doch alles, die Rotrücke haben wir rausgeschmissen. Wie ist es dir denn sonst ergangen? Es geht, schätze ich. Es läuft ja nie wie geplant. Das Leben. Wirklich? Was willst du damit sagen? Weißt du, du hast einen Plan und alles läuft schief. Nichts bessert sich. Es ändert sich nur leicht. Klingt, als hättest du eine Pechsträhne gehabt. Das geht vorbei. Pechsträhnen, die... Ja, das mit dem Pech und dem Vorbeigehen, das ist immer so ein Problem. Was macht ihr denn hier? Meine Treppe fegen, wenn's genehm ist. Seit wann ist das denn Ihre Treppe? Seit ich sie vor 3 Wochen kaufte. Von wem? Dem Besitzer. Über den Lehrling. Der Besitzer verließ die Stadt. Was geht euch das an? Ich bin der Besitzer! Jetzt nicht mehr, tut mir leid. Ihr klärt das am besten mit eurem Lehrling. Er ist oft im Pub dort drüben, aber ich schätze, das wisst ihr. Aha. Patrick! Tja. Den Lehrwurm zurücklassen und der hat die Hütte verschärft. Damit er was zum Saufen hat. Ja, wie toll. Eine Arbeitsmoral ist das. Lance! Patrick, was erlaubst du dir, mein Geschäft zu verkaufen? Ihr seid doch geflohen. Ich dachte, ihr kommt nie zurück. Da hab ich's einfach verkauft. Mit allem drum und dran. Wie auch immer, war nett mit euch zu reden, aber ich muss jetzt. Schönes Leben noch. Aha. Schweinerei! Das Werkzeug ist die Braut des Tischlers! Das verkauft man noch nicht! Ich wette, er hat es noch irgendwo. Dann folgen. Okay. Du schubst die Leute nicht weg, die brauchen wir als Deckung. Weil wenn wir hier neben einem vorbeilaufen und dann nur wir zwei sind, dann habe ich die Begleitung von 3. Und damit bin ich super getan, wenn der uns umdreht, der erkennt uns nie. Mitgekommen wärst. Lanze. Morgen und am kommenden Donnerstag bei Walker und Arthur. Hört hier! Der Postmeister möchte die Bevölkerung über einen geringen Anstieg der Gebühren für den transatlantischen Briefverkehr informieren. Danke. Also auf Lance als Deckung kann ich eigentlich überhaupt nicht vertrauen. Weil wenn der sich umdreht, dann macht sich Lance immer wieder schön aus dem Staub.
So. Vor Monatsende bin ich den ganzen Müll hier los. Und was ist das jetzt? Sollen wir mit dir reden oder was? Aha. Es ist so schön, dass er uns dahin geführt hat. Na, immerhin etwas. Vielen Dank. Unglaublich, dass er meinen Laden verkauft hat. Ich sehe dich dann in der Siedlung. Den Laden brauchst du ja auch nicht mehr, ne? Ja. Ich glaube, damit wären die Sachen dann auch geschafft. Aber schauen wir mal, ob wir die Prügelei Jens kann hochwertiges Material herstellen. Ich glaube, den brauche ich dann in der Devonport sicher nicht mehr antreffen. Aber bevor wir dann losgehen, werden wir auf jeden Fall nochmal in der Siedlung vorbeischauen. Und zwischendrin werden wir uns hier mit den Prüglern unterhalten. Das fangen wir dann in der nächsten Folge an, weil die Folge hört jetzt auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da versagt zum Ende auch noch meine Stimme. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuschauen und tschüss.